Hey Leute, was geht? Hier ist wieder die Bioshi mit einem brandneuen Part von Mario Kart 8 Online. Im letzten Part weiß ich nicht mehr, was wir getan haben. Und wir gehen auch direkt zur ersten großen Frage. Die kommt nämlich von Gaming Wolf. Er fragt, was war dein Lieblings-Mario Kart 8 Teil? Also Mario Kart 8 mag ich ja gerne. Aber früher hatte ich ja eigentlich immer sau gerne, aber wirklich sau gerne immer, Mario Kart Double Dash gesuchtet. Und das ist von meiner Meinung nach immer noch, eins der besten Mario Karts. Ja, die Wii-Fraktion wird mich, glaube ich, gerade hängen sehen. Ich denke mal schon in der Richtung. Ich fand Double Dash besser als die Wii-Teil. Ja, vor allem, weil da nicht jeder Funky Kong gefahren ist. Gut. So, kommen wir zu der nächsten Frage, die du noch hast. Das war ja, welche ist meine Lieblingswaffe in Splatoon? Ja, sagen wir mal so. Ich spiele halt ziemlich viel mit Gallon. Da, ja, eigentlich beide Gallons. Also die mehr Range und auch die mit weniger Range. Ja, ich spiele eigentlich beide gerne. Also, ich bin eher so der Galon-Spieler. Und, das ist kacke gerade, was ich hier gerade mache. Zumindest fahrtechnisch ist das die Katastrophe, ja, ever. Und da ja wir ja Animal Crossing Strecke haben, kann ich ja auch direkt zur nächsten Frage gehen. Was ist meine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit, würde ich mal sagen, ist, ja, so in Richtung Winter, aber auch so, so etwas wie Frühling oder Herbst, wo es einfach nie so scheiße warm ist wie im Sommer. Ich hasse Sommer, wirklich. Ja, einige finden den Sommer toll, aber ich finde ihn einfach viel zu warm. Oh Gott, und jetzt skill ich mal hier noch schnell durch. Ja, 5. Platz geskillt? Ich bin Gott. Gut. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Rennen. So, kommen wir dann erstmal zu einer großen News. Ja, gestern war ja die Smash Direct um 23 Uhr. Wahrscheinlich vorgestern, wenn das Video jetzt kommt. Außer ich so 21 Uhr veröffentliche, aber ich denke mal, das ist, glaube ich, eher suboptimal, wenn ich das zu spät noch veröffentliche. Die meisten sind ja bestimmt auch schon im Bett. Gut, dann fangen wir auch direkt mit der News an. Nämlich wurden die 3 Smash-Charaktere bekannt gegeben, die jetzt zuletzt noch in Smash reinkommen. Zu ein, der bekannte Cloud aus Final Fantasy 7. Ja, Final Fantasy 7. Ja, es soll ja auch angeblich auch noch ein Final Fantasy später auf der NX geben. Mal gucken, ob das auch was wird. Okay, dann kommen wir zum nächsten Charakter. Es ist Corrin. Ja, Corrin. Wer ist Corrin? Ja, ihr kennt vielleicht dieses neue Fire Emblem Spiel, was ja demnächst rauskommt, wo man sich halt für eine Seite entscheiden oder beziehungsweise für eine Familie entscheiden muss. Und in der Regel ist das dann der Hauptcharakter. So viel ich mitgekriegt habe, soll er ja auch zur Hälfte Drache sein. Was mich irgendwie verwundert, wie sowas. Ja, okay. Mehr will ich eigentlich jetzt zu den Charakteren nicht sagen. Aber so ein Moveset ist auf jeden Fall ziemlich interessant, muss man zugeben. Und ja, dann haben wir noch zu guter Letzt, aber auch nicht schlecht. Oh mein fucking Gott! Bayonetta. Wer hätte gedacht, dass Bayonetta im Roster kommt? Ja, da sie ja eigentlich eher so ein 16-Plus-Spiel kommt, hätte damit keiner gerechnet, dass da jetzt in der Richtung sowas kommt. Also zum Glück sieht sie sich ja nicht im Smash auch noch aus. Das übliche. okay. Warum zum Teufel bin ich erst da? Okay. Ich beschwere mich gar nicht. Ich bin einfach froh, dass ich in diesem Raum erster bin. Okay?
Ja, also Bayonetta sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Vor allem dieses, ja, der Ultra Smash war eigentlich auch recht cool. Und ich hoffe, ich krieg das jetzt hin. Bitte verkack es nicht. Danke. Vielen Dank. Oh, ihr schießt den Scheiß nach hinten. Yay! Ich bin Erster. Und wie viele Punkte wird's geben? Das ist die große Frage. 33. Interessant, interessant. Gut, dann sehen wir uns gleich im nächsten Rennen. So, da sind wir auch schon wieder und oh, eine Spielzeugwelt. Ja, da passt das ja perfekt. Es gibt ja auch noch ein paar neue, für Smash noch ein paar neue Mii-Outfits. Nämlich, vielleicht kennen ja den ein paar aus Super Mario RPG. Es geht nämlich um Gero, Gero, also mit Gero. Und ja, was soll ich sagen? Für den gibt es ein Outfit. Ganz einfach, für den gibt es einfach ein Outfit. Passt schon. Und es gab eigentlich auch noch recht viele andere Outfits, aber die aufzuzählen, ja, interessiert euch bestimmt nicht. Gut, dann haben wir das zumindest geklärt. Mit Smash sind wir durch. Ja, Nintendo Directs gibt's. Er hat mehr erst vor kurzem. Und, wir müssen mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, jetzt fangen wir noch mal ein bisschen was Internes auf meinem Kanal an. Ja, also ich denke mal, wenn es gut klappt, schaffe ich noch die 100 Parts in diesem Jahr. Also müsste ich jetzt ein bisschen mehr spammen, aber eigentlich will ich nicht so viel spammen. Ist mein Problem. Oh Gott. Und das war echt behindert. Das war sowas von behindert, Mann. Wieso bin ich so scheiße, Mann? Und warum habe ich so ein Zeug? Okay, egal. So. Ja, den Mario kann ich getrost ignorieren. Oh Gott. Ja, ich habe das extra benutzt, um nicht in die Banane zu fahren. Ich bin so gut, Mann. Ich bin so geil. Ich bin der Yoshi von diesem Kanal. Oh Gott. Please stop it. Stop it mit eurem Feuer. Yay. Ich mag es. Okay, jetzt. Den Rennen werde ich wahrscheinlich kein neues Thema ansprechen. Schaut man. Ich mag Schaut man. Ich hoffe, du magst. Was? Lol. Ersaft? Achso, hat Banane gekriegt. Oh Gott. Okay. Wann? Ist das Yoshi? Oder wer spielt das da? Wer spielt da Yoshi, Mann? Wer spielt da Yoshi? Okay. Damn! Oh Gott, ich werde. Oh, ich habe mich. Nein! 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 Okay, dann haben wir es abgehakt. Gut, auf jeden Fall, ja, hat Splatoon seine 1 Million Verkäufe. Auf jeden Fall richtig cool von Splatoon, zumindest in Japan. Weltweit. Streamingdienst für die Wii U, was demnächst rauskommt, nämlich am 7.12. Warten, 7.12.? Ja, nee, warten. Nein, nein, nein. Es kommt bald raus. Sagen es mal einfach so, es kommt bald raus. Und ja, ich muss mal gleich mal kurz eben was. Ja, okay, ich kann hier gerade mal kurz wieder meinen Bildschirm anmachen. Ich hatte natürlich die News gerade auf meinem Bildschirm und da konnte ich natürlich nichts mehr sehen. Und ich muss ja in meinem Bildschirm. Boah, Mann! Wie oft will ich den Scheiß noch machen? Ich bin so kacke, Mann. Ich bin so einfach so Müll. Ich bin Müll. Ach ja, wie kennst du doch aus meinen anderen Let's Plays. Mario Kart. Ja, da hatte ich mich, glaube ich, auch fast in jedem Rennen mit meinen eigenen Grünen. Ja, mit was habe ich mit abgeknallt? Ja, ihr habt es richtig geraten. Den grünen verfickten Panzer. Gut, dann haben wir das zumindest auch schon mal wieder geklärt. Und ja, oh ja, los, Piranha, friss die Leute auf. Friss. Oh nee, das ist doch noch Feuer. Oh Gott. Warum bin ich so weit hinten? Und warum? Nein! 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 Okay, jetzt haben wir es auch abgehackt mit Nein. Oh cool, Goldbits! Ja! Aus dem Weg, Bitch! Aus dem Weg! Sagt aus dem Weg!
Mann, du Stück Scheiße! Was soll denn der Müll? Warum gibt ihr mir eigentlich immer irgendwelche scheißroten Panzer in den Arsch? Boah, Mann! Was soll denn das? Gut, Stern, bitte rette mich. Bitte rette mich, Mann. Bitte rette mich. Ah, Leute, Platz! Nein! Okay, dann haben wir das zumindest geklärt. Einmal Ration pro Part passt. Okay. Okay, die Lache war böse. Ja. Oh, meine Lieblingsstrecke. Yay. So, ich hab's nochmal rausgesucht. Napster erscheint am Donnerstag. Also wahrscheinlich, wenn dieser Part erscheint. Gut, dann haben wir das zumindest geklärt. Und ich gehe jetzt erstmal... Warte mal. Wieder ein bisschen was umschalten. So, jetzt kann ich auch wieder spielen. Wir haben jetzt wieder Partystraße. Bisschen doof, ja. Ich musste gerade eine Strecke... Ach, bitte, Mann, haben wir das jetzt heute nicht einfach mal abgehakt? Die Mario Kartet werden und so. Hat sich das nicht heute schon mal ein bisschen? Bitte lässt du mich mal ein bisschen was machen hier. Ich wollte hier nur ein bisschen noch was aufnehmen. Einen letzten Part. Und dann kommt so ein Scheiß draus. Gut. Oh, Scheiße. Warum versuche ich eigentlich das Unmögliche? Ich habe die Abkürzung nie gefahren, also werde ich die auch nie wieder fahren. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal geklärt und machen uns dann einfach mal schön mit einem geskillten Pilz hier drüber und folgen mal einfach mal Dad. Dad. Oh Mann, du hast mir das Item geklaut, du Stück Müll. Natürlich, natürlich. Gucke, Willi. Also, ich kriege auch keine Items, Von daher darf ich mich eigentlich auch nicht beschweren, dass ich dass ich nur Scheiße kriege. Gut, jetzt... Ah, Pilze. Was soll ich mit diesen verfickten Pilzen? Damit kann ich nichts anfangen, Mann. Da kann ich echt heute nichts mit anfangen. Und ich denke mir mal... ein bisschen Mario Kart hat ja Spaß gemacht. Nein, hat's nicht heute. Obwohl, ich reg mich auf, unterhaltungswert. Wird. Auf jeden Fall. So. Jetzt versuch... Oh Mann, ich bin scheiße heute. Ich bin wirklich scheiße. Kein Wunder, wenn ich jetzt letzter werde, ist es nur verdient heute. Okay, eigentlich nicht. Aber das haben wir da hergestellt. Boah. Danke. Vielen Dank. Jetzt gibt mir irgendwas Ach ja. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich hoffe, ich kriege jetzt nicht irgendwas ab. Ansonsten... Reg ich mich gleich ab. Okay, drei Pilze. Das ist schon mal Anspruch. Du gehst da weg. Das ist mein verdammter fünfter Platzball. Oh Gott, Bunny. Ja, Firehopping lohnt sich immer noch. Für lockere 10 Punkte. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von... Ja, Mario Kart 8 Online. Bis dann und schau. Und ich hoffe, es hat viel Spaß, mir beim Ration zuzugucken und ja, sonstiges. Gut, bis dann und ciao.